Ja, herzlich willkommen zur weiteren Sendereihe und ganz neu wieder am Start. Ich freue mich riesig, weil das war so unser erstes Highlight oder überhaupt, ja, kann man so sagen, bei TTV und ich freue mich jetzt nach 7 Jahren, nach 7,5 Jahren Rainer Franke wieder hier bei TTV begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, Rainer Franke Ja. gerade auf Mallorca live dazugeschaltet, jetzt zu sehen im Bilde. Ja, super, danke, geht mir genauso. Ja, 7 Jahre ist es her, Ja, richtig, genau. Eine Menge ja. passiert seitdem. Oh Ja, ja. top. Ja, Genau. bei Und immer euch. noch frisch und munter. Und ja, wir werden immer jünger. Das Richtig. Geheimnis erfahrt ihr dann gleich. Genau. Genau. MET, Klopftechnik. Also ja, man hört auch viel. Ich höre viel auch von dir immer wieder. Auch dein Namen ist in aller Munde. Du bist ja auch viel unterwegs. Auch viele Seminare inzwischen, auch auf Mallorca. Und Ja, ja. genau, aber jetzt bevor, es gibt ja tatsächlich noch welche, die dich tatsächlich noch nicht kennen, aber das wird sich ja nun bald ändern. Vielleicht dann doch nur kurz einfach ein paar Worte zu dir, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Ja, okay, gerne. Ja, also ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin von Hause aus Diplompsychologe, Psychotherapeut, arbeite also jetzt seit 30 Jahren im Bereich Therapie, Coaching, Seminare. Und lebe seit 95 auf dieser wunderschönen Insel Mallorca und habe hier ein Ressort, wo wir eben auch unsere Seminare machen, unsere Ausbildung machen, wo man aber auch Urlaub machen kann. Also man muss nicht unbedingt zu mir kommen, um sich beklopfen zu lassen. Ja, und da sind wir jetzt hier auch seit fast 4 Jahren jetzt hier und ja, machen natürlich europaweit, Deutschland, Österreich, Schweiz, seit jetzt 14 Jahren die Seminare und bringe den Menschen diese gigantische Klopftechnik, über die wir ja heute reden werden, bei, vermittel sie, habe dazu inzwischen auch viele, viele Bücher geschrieben und ja, darum soll es ja auch, wie gesagt, heute und in den folgenden Sendungen gehen. Genau, das ist eine Sendereihe von jetzt innerhalb, also 12 Sendereihen jeden Donnerstag, 20 Uhr. Und gleich Ja. vorab jetzt die Information, wir laden alle ein, einfach interaktiv mitzuwirken. Ihr wisst ja, TTV ist interaktiv. Ihr könnt eure Fragen stellen, Resonanz geben, was auch immer. Also wir können darauf eingehen, ich kann die vorlesen. Wenn im Nachhinein das Video gesehen wird, dann findet ihr unterhalb des Videos alle Kontaktdaten von Rainer Franke und ihr könnt euch direkt dann gleich hinwenden. Ne? So als Information. Und so könnt ihr euch ja, jeden Donnerstag, wenn es jetzt diesmal nicht geklappt oder ihr es zu spät seht, nächsten Donnerstag habt ihr dann wieder die Möglichkeit, direkt live eure Fragen zu stellen. Genau. Okay, schön. Ja, heute das Thema überhaupt, was ist MET, Klopftechnik? Und genau, und dann werden wir noch ein paar Anwendungsbeispiele oder Anwendungsmöglichkeiten oder Gebiete dann auch von dir noch erfahren. Wo ist es, wann ist es Genau. denn und wo anwendbar? Und von wem Perfekt so. braucht es Voraussetzungen oder wie auch immer. Aber genau, was ist es denn überhaupt erstmal? Genau. Okay, vielleicht fange ich mal da an, wie ich dazu gekommen bin, Ja. denn ich bin ja, sag mal, so ein klassischer Psychologe gewesen, der normal mit den Leuten geredet hat, also gesprächstherapeutisch gearbeitet hat, auch ein bisschen Hypnose, NLP, Familienstellen, alles so ein bisschen so eingebaut hat. Wobei ich immer sagen muss, die Therapien waren damals immer sehr lang und aufwendig, mühselig. Und es war keine Seltenheit, dass Therapien 2, 3, 4 Jahre dauerten. Und deswegen war ich halt auf der Suche immer nach Techniken, Möglichkeiten, die einfach sehr schnell gehen und die dem Patienten schnell helfen. Und man hat es ja in der Praxis als Therapeut, als Coach mit letztlich nur zwei Themen zu tun. Das ist einmal die Thematik Angst in den unterschiedlichsten Facetten. Also man kann es immer irgendwo auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen, nämlich Angst oder Ängste. Und das zweite große Thema, was auch sich durch alle Therapien durchzieht, in meinen Gruppen durchzieht, ist das Thema Traumatisierung. Also die Menschen sind traumatisiert, entweder aus der Kindheit, aus der Jugend oder im jetzigen Leben und kommen damit nicht klar. Und da war ich natürlich in meinen Techniken, Methoden oftmals nicht an meine Grenzen gekommen und war gefrustet. Und das hat dann irgendwann bei mir dazu geführt, dass ich Ende 2000 in so einer Krise war. Ich hatte gar keine Lust mehr auf Therapie. Und dann lernte ich eben im Rahmen einer Fortbildung dieses merkwürdige Beklopfen von Akupunkturpunkten kennen. Also, dass man bestimmte Akupunkturpunkte beklopft und habe dann in dieser Fortbildung
erlebt, wie bei mir sich eine Angst auflöste, die ich 40 Jahre hatte. Und keine Therapie, keine Ausbildung, ich habe wirklich viele, bestimmt 8 oder 10 Jahre Ausbildung hinter mir, hatte diese Angst auflösen können. Und im Rahmen dieser Fortbildung löste sich diese Angst in 5 Minuten auf. Also man stelle sich das mal vor. Ich war natürlich tierisch geschockt. Ich wusste davon überhaupt nicht, vorher nie was gehört. 2001 war das. Und im Rahmen dieser Ausbildung, dieser Fortbildung von 2 Tagen, lösten sich auch bei den Teilnehmern alle Ängste auf. Und ich dachte, das kann wirklich nicht sein. Ich war natürlich extrem skeptisch und wollte das erstmal auch ausprobieren, ob das überhaupt anhält, ob das bei meinen Patienten funktionierte. Und siehe da, es funktionierte. Und dann bin ich da wirklich tiefer eingestiegen, weil ich die Dimension dieser Technik einfach erfasst habe, was das für ein Tool ist, was man da mit seinen Patienten alles auflösen kann. Denn die meisten Therapeuten weltweit schlagen sich damit rum, wie löse ich Ängste auf, wie löse ich eine Depression auf, wie löse ich Trauer auf, wie löse ich Traumata auf. Da sieht es leider manchmal ziemlich düster aus. Und dann habe ich eben angefangen, diese Klopftechnik, die ursprünglich aus dem amerikanischen Raum kommt, in meine therapeutische Arbeit als Gestalttherapeut einzubauen. Und die Gestalttherapie ist ja eine Form der Gesprächspsychotherapie und man kann da sehr viel rausholen, also hochholen an Material, aber oftmals fehlt es dann einfach an Möglichkeiten, die ja, Themen, die da hochkommen, wirklich aufzulösen. Und da war dann eben diese Klopftechnik genial und ich glaube, inzwischen habe ich an die 4.000, 5.000 Patienten behandelt mit dieser Klopftechnik. Und ich kann wirklich sagen, es funktioniert immer, und das ist das Sensationelle, wer dieses Tool als Therapeut hat, also der hat immer zufriedene, glückliche Patienten, Klienten, kann ich also nur jedem empfehlen. Und das Geniale, Sabine, ist natürlich, es ist eben nicht nur, deswegen machen wir ja hier auch diese Reihe, es ist eben nicht nur ein Tool für den Therapeuten. Ich bilde das ja auch für Therapeuten aus, ja, aber es ist eben auch eine Technik für den Laien. Ja, man kann diese Technik, diesen Teil der MET-Klopftechnik, kann man isolieren, für sich anwenden, sogar Kinder, wir kommen ja nochmal drauf, und kann bei mir eben bestimmte Themen auflösen, ohne jetzt zu einem Therapeuten rennen zu müssen. Das ist das Sensationelle. Ich bringe auch allen meinen Patienten eben auch diese Technik bei, damit sie eben nicht jedes Mal zu mir rennen müssen, nur weil sie mal vielleicht eine kleine Angst haben oder eine kleine Trauer haben oder ein Schuldgefühl. Das können die dann inzwischen selber und müssen mich einfach deswegen nicht mehr so oft konsultieren. Und das ist ja auch der Sinn und die Übung für mich zumindest, für mein Selbstverständnis als Therapeut, dass die Patienten eben nicht abhängig werden, sondern dass ich sie wieder in die Unabhängigkeit schicke. Und das ist eben durch diese Klopftechnik einfach wirklich gewährleistet. Zumindest ein Stück. Ja. Wow. Und du konntest sozusagen feststellen, also in deiner Erfahrung, dass das tatsächlich anhaltend ist, diese Auflösung. Ja, genau, gute Frage. Also, das stellt natürlich auch, wird die Frage gestellt, ja, dauert das denn an? Ja, und ich war am Anfang natürlich auch sehr skeptisch und siehe da, die einmal aufgelöste Angst, die Höhenangst, die Phobie XY oder die Trauer, das ist für immer aufgelöst. Das ist ja das Sensationelle, sonst würde mich das als Therapeut auch gar nicht interessieren, wenn ich das immer wieder neu behandeln müsste. Das ist ja langweilig. Dann ist das keine hilfreiche Technik. Aber es ist, was aufgelöst ist, ist aufgelöst und kommt auch nicht wieder, was nicht heißt, dass ich logischerweise mal wieder eine Trauer erfahren kann, eine Traumatisierung habe, aber ich habe dann eine Möglichkeit, mich sofort da rauszuholen. Das ist eben das Tolle dran. Wow, also nach wie vor begeistert, auch nach so vielen Jahren. Das heißt also, du arbeitest eigentlich nur noch damit und hast, und, ja, Ja, nur noch. Also nur noch, ich genau. muss dazu sagen, ich habe natürlich im Laufe hat sich die Technik verändert. Ich habe anfänglich noch mehr in Richtung der Ursprungstechnik gearbeitet. Also es kommt ja aus dem Amerikanischen, kommt aus dem EFT-Bereich, TFT, EFT. Und ich habe dann einfach die Technik soweit für mich verändert und in meine gestalttherapeutische Arbeit eingebunden, eingebaut. Und das vermittle ich eben auch in den Ausbildungsseminaren. Es ist im Prinzip eine Synthese aus Gestalttherapie, klassischer Gestalttherapie und Elementen der energetischen Verfahren. Das ist ja ein völlig neuer Zweig, muss man dazu sagen, den es in Deutschland, Österreich, Schweiz so an den Unis noch gar nicht gibt. An den Universitäten findest du da nichts. Der Bereich energetische Psychologie, den gibt es dort gar nicht. Aber in den USA, im amerikanischen und englischsprachigen Raum, ist das seit 30 Jahren bekannt. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Hier sind dann noch enorme Berührungsängste. Ist ja ganz klar, die Lobby ist da einfach viel zu groß. Die wollen das nicht. Klar, wo ich früher als Therapeut 30 Stunden gearbeitet habe, arbeite ich heute noch 1 Stunde mit dem Patienten.
Und das ist natürlich vielen Kollegen gar nicht so recht, so eine Technik dann anzuwenden, weil die dann Angst haben, oh Gott, wo bleiben dann, wo kriege ich meine Patienten her, wenn ich ihn nach einer Stunde sozusagen als Gehalt entlasse. Das ist natürlich, also das heißt, dann ist wahrscheinlich eher die jetzige Ausrichtung, so wie du es vorhin gesagt hast, den Menschen diese Technik nahezubringen. Also ihr reist sehr viel, du reist sehr viel umher, überall, Europaweit, Deutschland, also ich weiß nicht wo, überall, um diese Technik sozusagen den Menschen nahezubringen, die daran Genau, Interesse das, haben. also das ist aber mein Hauptziel. Also Ja. das mache ich jetzt seit 14 Jahren. Wir haben ungefähr 14.000 Seminarteilnehmer in den Seminaren Wow. bisher gehabt. Und früher waren die Einsteigerseminare 2 Tage. Inzwischen haben wir das komprimiert auf einen Tag Wow. und zeigen den Menschen in diesem Seminar, das sind 10 Stunden dann, wie du die Technik im Alltag einbinden kannst, anwenden kannst und wie du dann eben nicht mehr hilflos, speziell, wir kommen ja gleich dazu, dein belastenden Emotionen zum Beispiel hilflos ausgeliefert bist. Das bist du dann irgendwann nicht mehr. Und das ist ja heute das Problem. Die Leute haben leiden unter belastenden Gefühlen und wissen nicht, was mache ich jetzt damit? Was mache ich mit der Trauer? Ja, okay, abwarten, bis vorbei ist. Nee, die Zeiten sind vorbei. Heute haben wir wirklich wirksame Tools, womit wir das auflösen können. Das ist das Sensationelle. Dann genau, so wie du das jetzt sagst, dann könnte man jetzt so die Frage stellen oder könnte die Frage auftauchen, ja, ist es denn sozusagen, sind dann diese Emotionen oder diese Gefühle von Traurigkeit und Wut, sind das dann schlechte, die dann nicht, dürfen die denn nicht auch mal sein? So, also, Ah, das ist ja, vielleicht gute eine gute Frage. Sehr, Frage. ja, sehr, sehr gute Frage. Das kommt in der Tat auch, ja. Ja, sag mal so, ich muss ein kleines Stück ausholen, Ja. damit du die Antwort verstehst. Die energetische Psychologie sagt ja, und das ist ganz zentral, dass ein belastendes Gefühl, also eine Angst, eine Trauer, ein Schuldgefühl, eine Scham, eine Resignation, dass diese Gefühle das Ergebnis einer energetischen Blockade in den Meridianen darstellt. Bedeutet also diese feinen Energiekanäle, Meridiane, auf denen liegen ja die Akupunkturpunkte, und die negativen Gefühle, die wir haben, die belastenden Gefühle, die wir als negativ erleben, die sind nichts anderes als das Ergebnis so einer Blockade. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eben mit dieser Klopftechnik arbeite und eine Angst beklopfe, repariere ich das Energiesystem, sprich das Meridiansystem, und die Angst verschwindet sofort in Minuten. Bedeutet, ich muss eben jetzt nicht nach der Ursache in der Kindheit, in der Vergangenheit suchen, sondern die Ursache ist im Hier und Jetzt vorhanden, nämlich es ist die energetische Blockade. So, und jetzt zu deiner Frage. Was soll es Sinn machen, wenn jemand mit energetischen Blockaden rumrennt, dass also der Normalzustand eigentlich normaler Energiefluss ist, ein Qi-Fluss ist, ja, womit sich alle asiatischen Heilslehren beschäftigen, dass es darum geht, wieder den Energiefluss herzustellen, ob es nun Tai Chi ist oder Qigong oder Shiatsu oder was auch immer. Was soll es Sinn machen, diese Beschädigung im Energiesystem aufrechtzuerhalten? Macht keinen Sinn. Bedeutet, wenn ich, der Normalzustand ist Angstfreiheit. Kinder kommen auf die Erde und sind angstfrei. Sie haben nur zwei Ängste am Anfang: Angst zum Fall, Angst zu fallen und vom Fallen und Angst vor lauten Geräuschen. Alle anderen Ängste sind erworben. Also von daher macht es keinen Sinn, mit diesen Ängsten rumzulaufen. So, kommen wir zu den anderen. Wenn ich eine Trauer habe, okay, es gibt einen aktuellen Fall, wie ich bin traurig, weil mein Hund überfahren wurde oder weil eine liebe Person gestorben ist. Natürlich bin ich dann traurig. Diese Trauer kriege ich auch nicht komplett weggedrückt, aber ich kann sie so weit für mich kontrollieren mit dem Klopfen, dass sie für mich erträglich ist. Wenn eine Trauer, ich sage mal, wie ich sage dazu, neurotisch ist, eine neurotische Trauer gibt es ja auch. Das heißt, jemand schleppt eine Trauer von 20, 30 Jahren mit sich rum. Der erinnert sich an seine Eltern, die vor 20 Jahren gestorben sind. Sofort fängt er an, traurig zu sein oder depressiv zu werden. Das hat nichts mehr mit normaler, gesunder Trauer zu tun. Das ist, sage ich, neurotische Trauer. Und genau die, Sabine, lässt sich eben auch in 5 Minuten auflösen. Und da haben wir auch einen ganz zentralen Punkt, den du anschneidest. Ich kann nur das mit dem Klopfen auflösen, was wirklich nicht mehr in mein Energiesystem gehört, was sozusagen da Müll ist, was einfach nicht mehr zu meiner Realität passt, was nicht meiner inneren Wahrheit entspricht. Alles das kann ich eben mit dem Klopfen in Minuten manchmal auflösen. Deswegen heißt es auch ein Buch Sorgenfrei in Minuten. Aus gutem Grund, weil das manchmal wirklich nur Minuten sind. Nicht immer, aber eben sehr oft. Wow, das ist ne, ja, schön. Also insofern, dieser Spruch, ja, Trauer, ja, muss sein, nee. Seitdem wir das Klopfen haben, muss das Trauer ja eben nicht mehr sein. Ich kann das verkürzen und bin sehr schnell aus der Trauer, aus der Resignation,
raus. Genauso gut, wozu soll es Sinn machen, die ganze Zeit mit einem Wut, Ärger, Hass auf jemanden rumzurennen? Vielleicht noch von vor Jahren, was soll das Sinn machen? Damit verderbe ich ja nur mein Energiesystem und werde krank, kriege Magengeschwür, Herzinfarkt oder sonst was. Insofern ist diese Technik eher dafür da, eine gewisse Energiehygiene einzuführen, dass ich sage, okay, wo bin ich von belastenden Emotionen blockiert? Und durch das Auflösen dieser entsprechenden negativen Emotionen komme ich in einen Zustand von Freude, von Gelassenheit. Ich komme auf wirklich positive Bewusstseinsebene, wie ich immer sage. Ich komme in Vertrauen, in Liebe, in Zuversicht, in Vergebung. Und genau das wollen wir ja. Und das geht eben im Klopfen sehr, sehr schnell. Wow, das klingt echt gut. Das heißt, man kann, also so wie du das jetzt auch zeigst und erklärst, also stelle ich mir, also dass dann Energiereserven einfach wieder da sind, die vorher, also wenn ich die ganze Zeit einfach immer wieder bestimmte Emotionen mich einholen, mich triggern oder wie auch immer, das kostet unwahrscheinlich viel Energie. Also, und wenn die dann einfach nicht mehr bestimmte Emotionen einfach nicht mehr da sind, dann habe ich doch ein ganz anderes Reservoir wieder Korrekt. übrig, oder? Korrekt, korrekt. Genau, exakt so ist es. Du kannst das auf den Punkt bringen im Sinne von diese ganzen negativen Emotionen, negativ in Anführungsstriche, also die Angst ist ja nicht negativ, sondern wir erleben es als negativ, die halten uns in der Vergangenheit fest und verhindern, dass ich im Hier und Jetzt bin und mit meiner Energie komplett im Hier und Jetzt bin und im Kontakt mit der Realität bin. Die meisten sind ja irgendwie im Trance-Zustand, weil sie in irgendeiner Situation mal früher in Trance gegangen sind und durch das Klopfen holst du die da wieder raus oder die holen sich selber raus. Die merken richtig, wirklich, wenn sie mal klopfen, sagen, huch, Patienten sagen zu mir, Herr Franke, haben Sie gerade mal eben das Licht angemacht? Sag ich, nee, was ist jetzt so bunt plötzlich? Plötzlich kommt das Klopfen wieder ins Hier und Jetzt. Das passiert immer. Das ist also wirklich toll zu sehen, dass du eben die Vergangenheit loslässt damit, weil die Emotionen nicht mehr da sind und du kommst ins Hier und Jetzt. Passiert immer. Ja. Wow. Und ist es denn tatsächlich direkt, also wenn man schon drin steckt, ne? Manchmal geht es ja sehr schnell und man steckt da drin, ist es dann, wenn man auch drin steckt, direkt unmittelbar anwendbar? Oder ist es Gerade, gerade dann? gerade Sabine, gerade dann sollte man es machen. Je eher man so mit der Psychohygiene beginnt und die negativen Emotionen gar nicht erst aufkommen lässt, desto besser. Also ich erlebe es ganz oft selber, ich klopfe ja auch noch ab und zu in der Woche, zwei, dreimal in der Woche selber in bestimmten Situationen. Ja, wir kommen ja auch nochmal auf solche Themen. Das heißt, wenn ich eine Situation erlebe, wo ich mich ärgere oder so, dann fange ich an zu klopfen. Mein Ärger auf die, was weiß ich, den Taxifahrer, die Lufthansa oder was auch immer. Oder auf eine bestimmte Person und erlebe sofort den Release, die Entspannung. Nicht warten erst, bis sich das wieder aufbaut. Nee, was soll das? Wozu? Ich habe damit ein Tool, womit ich mich sofort runterfahren kann. Oder wenn ich gestresst bin, sofort mein Stress, mein Stress, mein Stress. Und sofort bin ich in einem Zustand von Entspannung. Also nicht warten. Klar, viele vergessen es dann erstmal und sagen, ah ja, genau, ich hätte das ja klopfen können. Das ist dann nachher einfach, je mehr man das dann macht, desto mehr integriert man es eben auch im Alltag. Das ist dann ganz klar, das ist dann selbstverständlich. Aber am Anfang denkt man vielleicht nicht immer daran, das stimmt. Okay, wir haben es ja jetzt hier und da schon auch angeschnitten oder hast du es schon erwähnt, aber was, also es geht sehr schnell, wenn du sagst, an einem Tag kriegt man schon die Grundsachen sozusagen. Und Ja. oder für welche Menschen speziell empfiehlst, also ist eigentlich für jeden anwendbar, so wie ich das raushöre. Und Ja. gibt es da, wo du es auf jeden Fall empfehlst, für bestimmte Menschen, für bestimmte, also bestimmte Anwendungsgebiete? So. Ja, okay. Gut, also dann, ich kann das ja mal so ein bisschen gruppieren. Also Ja. einmal, grundsätzlich erstmal ist es für jeden, Ja. weil wir alle leiden unter belastenden Gefühlen. Ja. Angefangen von dem kleinen Kind, von dem Baby oder dem Schulkind bis hin zur älteren Person, die 70, 80 oder 90 ist. Ich habe ja auch Teilnehmer in Seminaren, die über 80 sind und die Technik noch lernen. Wow. Das Tolle ist ja, es gibt ja auch keine Nebenwirkungen, es gibt also keine Verschlechterung, sondern es gibt immer eine Verbesserung. Und insofern, du kannst es oder du solltest das im Prinzip erstmal selber für dich erlernen, anwenden und dann kannst du anfangen, zum Beispiel mit deinen Kindern damit zu arbeiten. Kinder haben Probleme in der Schule, die haben Ängste vor der Klassenarbeit, die haben vielleicht auch irgendwelche anderen belastenden Gefühle, Trauergefühle, die du damit auflösen kannst. Also dazu haben wir ja auch entsprechend in den Büchern entsprechend auch was geschrieben, wie ich dann mit Kindern arbeiten kann. Du kannst es für dich im Alter selber anwenden. Du kannst es zwischen deiner Partnerschaft anwenden, wenn du da Probleme hast.
Du kannst es auf bestimmte Themen anwenden, im Sinne von, du hast Probleme mit Glaubenssätzen, die du nicht aufgelöst kriegst. Du kannst, da sind wir auch schon bei den Anwendungsgebieten, du kannst suchtmäßiges Verlangen damit auflösen. Wenn es, ich habe in Seminaren mache ich es immer, demonstriere es zum Beispiel immer, wie ich mein Verlangen nach Süßigkeiten, nach irgendwelchen Suchtstoffen auflösen kann. Auch das geht sehr schnell, in Minuten. Also negative Gefühle haben wir jetzt kennengelernt. Ich kann es bei negativen Gefühlen anwenden, belastende negative Gefühle. Ich kann es bei Glaubenssätzen anwenden, im Sinne von, wie löse ich meine blockierenden Glaubenssätze auf? Zum Beispiel, ich kann nicht einparken, ich kann nicht singen, ich kann das nicht, ich kann nicht malen, Geld verdirbt den Charakter. Also solche Glaubenssätze, die ja dann meine Realität auch entsprechend bestimmen. Auch das kann ich dann mit dem Klopfen auflösen. Dann, wichtiger Punkt, was eben suchtmäßiges Verlangen. Und ich kann das Ganze noch umdrehen und kann mir positive Sachen einklopfen. Auch sensationell. Das heißt, ich kann es nicht nur benutzen, um Negatives aufzulösen, sondern ich kann es noch umdrehen und positive Sachen einklopfen. So, und jetzt kommt der letzte wichtige Punkt, Anwendungsbereich, den natürlich alle sensationell finden, weil ich das mache ich auch im Seminar immer sehr ausführlich. Denn man kann eben auch körperliche Symptome beklopfen. Angefangen von Allergie bis hin zu Zahnschmerzen. Nochmal ausgehend von der Erklärung, erinnere nochmal vor die Antwort. Ich habe ja gesagt, jedes negative Gefühl ist ja eine Blockade. Die Ursache ist in einer Blockade im Energiesystem unseres Körpers, also in den Meridianen. Das kann man übrigens inzwischen auch nachweisen. Genauso ist es eben auch bei körperlichen Symptomen. Auch die sind nichts anderes als das Ergebnis einer energetischen Blockade in den Meridianen. Insofern kannst du eine Allergie zum Beispiel innerhalb von die so schaffen, alleine damit aufzulösen. Also insofern ist das eine Riesenpalette. Es gibt im Prinzip nichts, was ich nicht beklopfen kann. Das wird ja oftmals gefragt, ja, gibt es denn vielleicht irgendeinen Bereich, den man nicht klopfen kann? Gibt es nicht. Gibt es Ich nicht. mache das jetzt seit 14 Jahren und ich habe wirklich noch nichts gefunden, wo man das Klopfen nicht einsetzen kann und wo es nicht hilft. Einzige Voraussetzung natürlich ist, dass man es gerne möchte, dass man auch das Problem loswerden will. Das ist die Hauptbedingung natürlich, das ist ganz klar. Wow, Ne? Also sie so. ist also eine Riesenpalette und das ist eben dann ja auch, wir haben ja gerade jetzt viel über Selbstanwendung geredet, ist natürlich auch für den angehenden Therapeuten oder Coach ein Power-Werkzeug, ein Power-Tool, wo ich dann meinen Patienten, meinen Klienten sehr, sehr schnell helfen kann, aus einer bestimmten Thematik eben sofort rauszukommen. Genial. Also es ist eigentlich ja speziell auch für Therapeuten, aber auch für jeden, ja, selbst wenn es einer in der Großfamilie kennt, ne, das dann Ja, anwenden kann. So, also es ist ja, klingt wirklich ja. so super Also ich habe einfach. inzwischen. Also man kennt, also es klingt so einfach, fast um wahr zu sein, ja. Also so, was, so einfach soll es gehen? Darf es gehen? Ja, es ist. Also Sabine, man muss natürlich dazu sagen, es gibt, was ich eben schon gesagt habe, es gibt immer Grenzen der Selbstbehandlung, je komplizierter das Problem ist, also wenn ich eine Depression habe oder eine Traumatisierung oder eine Zwänge oder eine Essstörung, das kann ich A nicht selber behandeln. Da brauche ich einen ausgebildeten Therapeuten. Dafür haben wir ja 700 Therapeuten ausgebildet. Also da brauchst du auch Unterstützung, ganz klar. Wir haben eine spezielle Traumatechnik entwickelt, um genau solche Themen dann zu behandeln und aufzulösen. Aber ich sag mal, 70% der Sachen kannst du selber machen. Ja? Du musst ja nicht jedes Mal gleich, hast ja solche Riesenprobleme, sondern es gibt kleinere Sachen und die kannst du selber bearbeiten. Ich meine auch einfach im Sinne, ne, selbst wenn ich also mir einen guten Therapeuten einfach suche, der von dir ausgebildet ist, von euch ausgebildet ist, wow, ne? Also es ist einfach sofort ein Resultat zu spüren, zu sehen und das Ja, ist doch einfach ja, genial. ja. Und man sieht es ja auch an der Entwicklung der letzten 14 Jahre. Ich weiß gar nicht, wie es vor 7 Jahren waren, als wir das erste Interview hatten, aber als ich anfing, gab es ja in Deutschland so gut wie gar nichts. Und inzwischen, wo diese Klopftechniken inzwischen schon angekommen sind, in Krankenhäusern, in Praxen, Ach, in schön. Schulen, in Kindergärten, selbst im Gefängnis habe ich letztens gehört, klopft eine Frau mit den Frauen dort, mit den Insassen. Also es ist ja schon in allen Bereichen inzwischen angekommen. Jeder hat mal irgendwie davon gehört. Und
Gut, sicherlich auch mit durch unsere Arbeit hier ist das relativ auch weit inzwischen in Deutschland verbreitet. Es gibt inzwischen viele, viele Bücher und andere Techniken, verwandte Techniken, die eben auch effektiv sind, funktionieren. Jeder geht da anders ran. Und das macht mich ganz glücklich, dass eben diese Techniken immer mehr Verbreitung finden, weil es ja letztlich für den Laien was ist, ne? Und wir nicht stundenlang, jahrelang zu irgendwelchen Therapeuten rennen müssen und da Abhängigkeiten entstehen, aber im Endeffekt keine Heilung. Das ist ja oftmals das Problem, ne? Wow, Ja. wunderbar. Ja, das heißt also, es sind einfach viele dankbare Menschen. Ja, wow. Also gerade Emotionen, es ist so ein Riesenthema, Gefühle und Emotionen, wenn die einem, hatten wir Ja. heute auch, also Ja. ne, die einem Griff, regelrecht das Gefühl hat, die haben einen Griff. Das heißt Jo. also, umso mehr Emotionen, negative Gefühle, wie du sagst, man abbaut oder wie sagst du, oder man löst, Auflöst. auflöst, genau. Auflöst. Das heißt, wenn eine Traurigkeit, zum Beispiel eine bestimmte Traurigkeit, dann heißt das ja nicht, dass nie wieder eine Traurigkeit, sondern mit einem bestimmten Korrekt. Thema, ne? Aber das ist sozusagen, das Korrekt. sind wie Schichten, so kann man sich das vorstellen, oder? Die Korrekt, korrekt. dann weniger werden Also, und. korrekt. Also, du verlierst nicht die Fähigkeit, traurig zu sein. Ja. Ganz im Gegenteil, du wirst viel authentischer mit deinen Ja. Gefühlen. Du Ja. bist viel schneller dran. Und zwar eben nicht mit neurotischen Gefühlen, sondern mit echten, ehrlichen Gefühlen. Ja. Und insofern sage ich ja, wirst du präsenter, kontaktvoller im Umgang mit Menschen. Also das passiert immer. Ich sehe das ja an meinen Trainees, die bei mir Ausbildung machen, was sich in denen in ein, zwei Jahren, wie die sich verändern. Das ist gigantisch. Also das habe ich so früher nie erlebt bei meinen Patienten, mit denen ich jahrelang Therapie gemacht habe. Da gab es dann nach 2 Jahren immer noch wieder dieselbe Leier. Und also verstehst du, so arbeite ich, kann ich gar nicht mehr arbeiten. Das würde mich zu Tode langweilen. Ja. Insofern, bei mir muss es schnell effektiv sein. Und wenn es das nicht ist, dann interessiert mich sowas auch nicht. Vielleicht noch eine Sache zum Schluss, Ja. die ich ganz wichtig finde, Sabine. Und zwar, was viele nicht wissen, ist, dass die Ursprungsakupunktur übrigens darin bestand, dass die mit den Fingerspitzen die Akupunkturpunkte beklopft haben. Also die Akupunktur ist ja ungefähr 6.000, 7.000 Jahre alt und ist im asiatischen Raum entstanden. Und die Ursprungsakupunktur bestand im Massieren der Punkte, was wir heute eher noch kennen, im Bereich Shiatsu. Oder eben, sie haben die Punkte beklopft. Erst viel später sind die Nadeln dazugekommen. Und insofern ist das eine uralte Technik, die wieder neu hochgekommen ist, in den USA wieder neu entstanden ist, Gott sei Dank, und jetzt eben seinen Siegeszug weltweit angetreten hat. Und das ist einfach toll, weil es gibt keine Nebenwirkungen, du kannst nichts falsch machen, du kannst nur im Prinzip am Satz vorbeiklopfen oder an deinem Thema vorbeiklopfen. Aber das machen wir ja in den nächsten Sendungen, dass wir gucken, wie gehst du jetzt als Betroffener deine Thematik eben entsprechend an. Genau, und dann gibt es ja die professionellen, die wunderbaren Kurse und genau, also Genau. ja, Deutschland, europaweit, denke ich, ne? Ja, ich bin zurzeit Deutschland und Schweiz. Österreich wird wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dazu kommen. Ich bin jetzt am Wochenende in Luzern. Also wer da noch dazu kommen will, muss einfach auf der Homepage gucken. Ja. In Luzern ist am Samstag dann Kurs, ein Tagesseminar. Und ansonsten die nächsten stehen auf der Homepage, wäre dann Düsseldorf und Hamburg. Also da kann man es dann in einem Tagesseminar lernen. Ja. Wunderbar. Eine weitere Infos dann, wie gesagt, auf der Homepage. Homepage, genau. Also Und direkt unterm Video findet ihr dann alle Daten. Genau. Ja, genau, Genau. ja. Schön. Und ich denke, nächstes Mal habe ich jetzt ganz bewusst auch das Thema ausgesucht, Ängste. Also wie löse ich eben Ängste auch, weil das ein extrem wichtiges Thema ist. Und da werde ich dann eben auch zeigen, wie man das dann ganz konkret macht. Also speziell geht es an die Thema Ängste, genau. Also. Vormerken, 22.10. 20 Uhr. Genau, Ängste Mit auflösen Fragen, und belastende. mit natürlich auch Fragen dann dazu, die vielleicht noch aus dieser Sendung resultieren, kann man natürlich auch noch mit reinnehmen. Genau, die können wir dann gerne mit berücksichtigen. Genau. Und weitere Themen, ne? Also körperliche Symptome, die Genau. beklopft werden, MET mit Kindern, Glaubenssätze, Geldblockaden, das ist ja mal ein Riesenthema. Und so weiter, Genau. also da weitere Folgen. Also ja, es ist eine schöne Sendereihe. Ich freue mich sehr, lieber Rainer. Ja, schön, Rainer Ja, Franke. klasse, schön. Schön, dass wir, Ja, ja. toll. Wie als wäre es Gut. gestern gewesen. Ja, stimmt. Okay, Ja, ja, ja. wow, die Zeit ist, wow. Also ist für dich noch was wichtig? So, ansonsten habe ich das Gefühl, ist es soweit
erstmal Ja, ich rund. denke, wir haben, denke ich, alles Ausblick gemacht. Wir haben so ein bisschen die Themen, die Ja. den Zuschauer jetzt erwarten. Und ich kann nur sagen, also guckt euch das an, macht es, baut es ein, guckt euch zu, es wird euer Leben wirklich gigantisch verändern. Das kann ich wirklich versprechen. Und da ist nicht zu viel versprochen, im Gegenteil. Okay, herzlichen Dank. Dann Okay. sehen wir uns nächsten Ja. Donnerstag wieder um 20 Uhr. Thema Ja. Ängste. Und Genau. ganz liebe Grüße nach Mallorca. Ja. Macht mich Okay. richtig aus. Und euch einen schönen Abend, ja? Liebe Ciao, Grüße an die tschüss. Frau. Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao, tschüss.